Sodom is a tough place to be, where you find many, many strange things. I like Shakespeare. I just want to be in a place where I don't have to worry about the fear that surrounds me. Show me your freedom town. Show me your freedom country. Show me your me. Show me your me. I go bless you. Kati Sharma. You are welcome. The fire is a monster. It can make you sick. For me, it is a good thing. The fire always creates something new, fresh copper. Sodom and Gomorrah, they are wicked, wicked, wicked. They are killing people. Don't look your back. Sodom, go front. Go front. Don't look your back. Sodom, go front. Go front. Don't look your back. Sodom, baby girl, it's jam like Tony. This is Africa. This is Sodom. You have to be like a lion. That white man enjoy himself too much. Danke mal für die Einladung. Mich freut es ja besonders, weil wir uns ja vor 4 Jahren im Rahmen der Recherche schon einmal getroffen und kennengelernt haben. Und ich muss ja sagen, wie wir nachher nach Ghana gefahren sind, es hat mir ja oft ein bisschen was daran erinnert, weil dort hat jeder so seinen kleinen Shop und die Ghanesen sind wirklich der Weltmeister im Reparieren und Recyceln. Da bleibt wirklich ganz, ganz wenig über. Und so wie du ansprichst, diese geplanten Obsoleszenzen, die sind eigentlich dort ein Glücksgriff, weil ab und an ist halt in diesen kaputten Geräten ein Computer oder ein Bildschirm dabei, wo halt nur dieser Kondensator kaputt ist. Und da freut sich nachher einer der dortigen Geschäftsleute enorm, weil er nur einen kleinen Teil austauscht aus einem anderen und wieder ein funktionierendes Gerät hat. Das ist eigentlich das, wo die Leute danach suchen. Jeder, der sich diese Bilder anschaut und der das sieht, der weiß, dass da irgendwo eine große Schweinerei abläuft. Dass das nicht die Aufgabe in Ghana oder sei es jetzt irgendwo an der Westküste in Afrika sein kann, diesen Elektroschrott für uns zu entsorgen. Was wir mit dem Film machen wollten, wir wollten einmal einfach diesen Ort, der ist ja bedingt durch uns. Wenn es unsere Gesellschaft und unsere Wegwerfgesellschaft nicht gibt, dann gibt es dort auch nicht diesen Recycling-Ort und Mülldeponien-Ort. Es ist irgendwie so, dieser Teil der Wertschöpfungskette, den wollten wir zeigen, den man gerne ausblendet. Wir haben gern den schönen Teil der Wertschöpfungskette. So ist, genau. Wir sehen die Werbung vom neuen Gerät, vom neuen Flachbildschirm, vom neuen Handy. Wir haben die neuen Features, was man kauft. Und unser Bild endet spätestens da, wo man es aus dem Haus gibt. Und diese Wertschöpfungskette geht halt konsequent gedacht weiter. Wenn der Christian jedes Jahr ein eigenes Telefon haben will, irgendwo landet es halt. Und irgendwer muss halt diese Wertschöpfungskette zu Ende tragen. Was mich so schockiert hat ganz am Anfang ist, wenn man das so auf Wien umlegt, das ist wirklich in der Mitte der Stadt. Also wenn ich es jetzt auf Wien umlege, ist da der Stephansdom und der grüne Prater wäre diese Müllhalde. Der Film heißt nicht von ungefähr Welcome to Sodom, weil die Leute sagen so,
die sagen zu dem Ort selber so Sodom und Gomorra. Und es ist wirklich so, also du kommst hin, du bist erschlagen. Du bist erschlagen, weil sowas hast du noch nicht gesehen. Du kommst dahin, da ist überall brennt was, überall ist ein Feuer, Rauchsäulen, tiefschwarz. Und am Anfang glaubst du, das ist alles das komplette Chaos. Das ist eine Müllhalde im kompletten Chaos. Und desto länger du dich dort bewegst, wir waren auf einer Recherche dort und dann auf Dreharbeiten, in Summe waren wir knappe 3 Monate vor Ort und haben mit den Leuten dort gelebt und denen zugeschaut. Dieser Export von elektronischem Müll hat irgendwann in den ersten Jahren der 2000er Jahre begonnen. Und davor war das eine Lagune, Sumpflandschaft, wo auch Farmwirtschaft betrieben worden ist. Da ist ein Fluss durchgeflossen, der Fluss fließt noch immer, aber der ist jetzt schwarz. Da finden chemische Prozesse drinnen statt, die man nicht erklären kann. Das blubbert. Irgendwie, wir sind da minutenlang gestanden und haben einfach nur in den Fluss reingeschaut, weil du das nicht erklären kannst. Die Erde wird verpestet, die Luft, das Wasser wird von den Tieren getrunken, da rennen Kühe, Händeln, Schafe, Ziegen drumherum. Also und auf das ist Leben. Eine Millionenstadt. Die leben dort. Früher war da eben auch landwirtschaftliche Betriebe, das kann man sich alles nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und die geben natürlich Eier, Fleisch, Milch. Dort ist einer der größten Gemüsemärkte noch direkt auf dieser Halde, weil das einfach von früher noch ist. Und die Menschen leben dort halt einfach. Wir haben einen im Film, der auf der Müllhalde lebt, der hat sich einfach ein Tuch ausgebreitet und ein paar Sachen zusammengeschoben, dass er ein bisschen Privatsphäre hat. Ja. Die Krankheiten sind ein Platz, wo sich Krankheiten verteilen, natürlich sehr schnell, die nicht nur entstehen aufgrund dieser ganzen Verbrennungen. Die Menschen werden nicht sehr alt dort. Im Rahmen dieser Recherchereise wurde auch mit mehreren Leuten gesprochen, die uns empfohlen haben, geht's dort 2 Stunden hin, geht's dort einen Tag hin, bleibt's nicht zu lange, das ist für die Gesundheit nicht gut. Wir haben uns dann entschlossen, dort länger zu bleiben, weil wir halt wirklich dieses Problem, diese Problematik, diesen Konsumwahnsinn auch aufzeigen wollten, aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern eben anhand der Menschen, die dort auch leben, die eben unseren elektronischen Müll verwerten, recyceln und dann diese Metalle auch wieder zurück nach Europa, Amerika oder sonst wo hinschicken. Es gibt zum Beispiel einen, der ist auch namensgebend für den Film, das ist ein junger Musiker, der arbeitet wiederher am Plakat an der Feuerstelle und baut aber aus den Teilen, die er so findet in den Computern, hat sich ein komplettes Tonstudio gebaut und macht dort Songs, ist dort bekannt, so eine Art Frankenstein-Computer, also wirklich aus 5 Computer einen zusammengebaut, ja. Irgendwo noch die Software und der ist so eine kleine Berühmtheit dort und der tritt auf bei den Festen und... Und das ist die andere Seite von dieser Medaille. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir das Ganze jetzt nicht romantisieren. Nein. Und dann irgendjemand, der als Vertreter einer Interessensgruppe sagt, na schau, die täten ja verhungern, wenn es diesen ganzen Überfluss an Elektroaltgeräten, also an Elektroschrott nicht gäbe. Das gibt es auch. Es gibt NGOs, die immer wieder dafür sorgen, dass diese Schiffe zum Beispiel nicht nach Ghana kommen. Da herrscht dann Flaute. Das kommt natürlich bei den Bewohnern dort nicht gut an. Na, weil die reisen von den Nachbarländern, von den ärmeren ländlichen Regionen in die Stadt, um eben irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und wenn dann nichts kommt, dann verdienen die nichts. Ja. Und es gibt natürlich Bestrebungen, das irgendwie zu verhindern, aber Abu Ghloshi ist schon einmal mit Bagger oder so mal teilweise eingerissen worden. Das lebt halt auch weiter. Und wir wollen es definitiv nicht romantisieren. Und es ist uns ein Anliegen, eben da diese Nachricht zu verbreiten, weil ich bin mir sicher, oder brauche ich nicht sicher sein, ich weiß, dass sich viele Menschen keine Gedanken darüber machen, was passiert mit dem Handy, mit dem Computer, dann, wenn es einmal kaputt ist. Ja. Ich glaube, dass ihr mit eurer Arbeit vom RUSZ da den richtigen Ansatz habt, weil ihr es versucht, in den Konsumenten hier hineinzukriegen und einfach auch dieses permanente Konsumieren ein bisschen aus den Köpfen hinauskriegt und sagt,
Früher war das möglich, ein Gerät für 20, 30 Jahre zu nutzen. Genau. Warum ist jetzt die Lebenserwartung 3 Jahre? Wir werden ja angeblich immer gescheiter. Aber die Geräte werden... Das ist ja die Folge davon, dass jetzt nur mehr 3 Jahre halten, weil wir immer gescheiter werden. Ich glaube, da habt ihr einen guten Ansatz, und ich glaube auch, was wir probieren können oder was in anderen Dingen waren, man muss immer an den Konsument gehen. Deshalb, was wir mit dem Film auch versuchen, ist halt nur diese Awareness ein bisschen, diese Bewusstseinsbildung zu anzukurbeln und die zu bekommen, weil über lang oder kurz funktioniert es halt in so einer freien Marktwirtschaft wirklich immer nur leider über die Interessen des Geldes. Das ist Ich meine, das sehe ich eh, dass ihr bewusstseinsbildend unterwegs seid und worauf ihr hinsteuert, das sagt ja schon der Untertitel. Dein Smartphone ist schon hier. Na, was heißt denn das? Das heißt, wenn du ständig weiter im Jahresrhythmus oder der europäische Durchschnitt ist, glaube ich, auch 3/4 Jahr oder so, dein Smartphone wechselst, ja, was willst du dann anders erwarten als solche Entwicklungen? Ne? Der Elektroschrottberg wächst uns förmlich über den Kopf. Wir können nicht mehr kontrollieren, was da alles rausgeht, weil die Mengen einfach zu groß sind. Ja, und es ist ein Multimilliarden-Business. Und das kostet, kostet einen Haufen, und dort, natürlich ist das nicht die Abfallorganisation Nummer 1, aber da gibt es halt 7 Zwischenhändler, und irgendwann biegt es halt auf den grauen Weg ab und landet dort, weil bei uns kostet es ein Vermögen, das zu entsorgen, und dort ist es ja noch einmal ein Vermögen wert. Also wir haben ja den Leuten, die kaufen ja eine gute, sagen wir jetzt Hausnummer, eine Scheibtruche mit Computern oder so ein Ding, und das kostet seriöses Geld, also das kostet 200 Euro oder so irgendwas dort auch. Und die gamblen halt darauf, funktioniert irgendwas davon noch, kann ich irgendwas reparieren oder bekomme ich zumindest diese 10% mehr, wenn ich das Kupfer und das Aluminium davon trenne. Am Anfang bist du nur der White Man, also du hast keinen Namen, die sind sehr skeptisch Weißen gegenüber, nicht wirklich freundlich aufgenommen. Das Witzige war, an diesem Ort, wo es ein Kommen und Gehen gibt, haben Roland und unsere anderen beiden Kollegen noch Leute getroffen, wo sie vor 2 Jahren schon dort waren. Also die waren noch immer dort, und die haben uns natürlich schon freundlich aufgenommen. Aber es herrscht natürlich große Skeptik. Was machen die da, was wollen die? Die sind es gewohnt, dass Menschen halt eben 2 Stunden am Tag kommen, schnell mal einen Bericht für eine Zeitung machen, einen Bericht fürs Fernsehen machen, okay, das schon. Ja. Weil es gibt zahlreiche so Kurzreportagen, aber da fühlen sie sich halt richtig ausgenutzt, und die Skepsis ist uns auch entgegengekommen. Nur dann haben sie gemerkt eben, heute, dass die kommen 2 Tage, die kommen 3 Tage, die kommen 4 Tage, und irgendwann dann so um den Zeitraum herum sind sie neugierig geworden. Warum kommen die immer wieder, was machen die da, sind auf uns zugekommen, haben Fragen gestellt und haben uns auch von sich aus gezeigt, was sie machen, weil dort das Recycling ist ja in ganz vielen kleinen Schritten irgendwie so aufgeteilt. Der eine verbrennt, der andere haut die Computer, der andere sammelt das, was am Boden, die Jüngsten vor allem, sammeln mit Magneten das, was am Boden überbleibt. Dann gibt es wiederum andere, die nur wiegen, die den Lastwagen aufladen. Es ist kein Aufladen, die schießen halt die Sachen wieder rum. Skepsis war schon da. Also das war nicht so einfach, vor allem natürlich auch die unterschiedliche Hautfarbe ist eine Barriere. Einfach geschichtlich bedingt natürlich. Aber mit der Zeit hat sich das dann geändert. Und die schreiben uns nur immer, wir haben dort jemanden, also wir haben jemanden, der in Wien mittlerweile lebt, seit einigen Jahren, der mit uns dort war, der kommt aus Ghana, seine Familie ist aus Ghana, der hat das alles wunderbar geregelt und uns die Arbeit halt wirklich auch erleichtert. Ohne dem wäre das auch nicht gegangen. Wenn wir nur ein rein weißes Team gewesen wären, ohne dort irgendwie Menschen vor Ort zu haben. Man kommt hin als Weißer und glaubt, das ist eigentlich alles nur Chaos. Ja. Und dann stehst du mal mitten im Chaos. Und dann weißt du aber, und da haben wir halt tolle Mitarbeiter vor Ort gehabt, die uns das so erklärt haben. Es gibt noch auf dieser Müllhalde so eine Art Parallelverwaltung. Das ist jetzt nicht eine städtische Organisation, aber es ist trotzdem sowas, wenn man es salopp sagen will, sowas wie ein Gemeinderat oder so. Du gehst halt hin, wirst vorstellig und sagst einmal, was du gedenkst zu tun.
dann wird einmal beratschlagt, dann kommst du einen Tag wieder später hin, bringst vielleicht eine Flasche Gin oder irgendwas als Gastgeschenk. Du darfst aber nicht direkt mit ihnen reden, das muss immer ein Zwischenhändler machen. Genau, uns wurde es nicht erlaubt, in erster Linie mit ihnen zu sprechen. Okay. Ja? Und dann ist das so ein langer Prozess und dann bekommst du irgendwie so vom Art Bürgermeister der Müllhalde die Genehmigung und der setzt dann nachher noch zwei Leute daneben hin, die dich begleiten die ersten Tage und, ja, und für Sicherheit und Vorstellungen sorgen. Und dann wachst du so langsam rein. Und wie der Christian gesagt hat, das war wirklich lustig, weil wir so lange dort waren, weil die das nicht gewohnt sind von Fernsehteams, ja, und von Newsteams. Ich kann mich erinnern, mitten der Dreharbeiten hat einmal einer zu mir gesagt, also, what are you planning to do here? You wanna die here? Und ich gedacht, jetzt kommen sie schon 4 Wochen her. Das gibt's ja nicht. Der zweite spannende Punkt bei deinem Smartphone ist schon dort, es landen ja auch die Daten dort. Also ja. Das ist ja die zweite Ebene, also so sämtliche Telefonnummern, unsere Fotos. Und da passiert ja aber auch immer ein falsches Bild, weil wir ja halt immer, wann fotografieren wir denn? Wenn man schön bei der Weihnachtsgans sitzt, wenn man am Strand ist oder genau, irgendwo, also im Büro mache ich auch selten ein Foto. Ja. Oder der Bauarbeiter oder, auf oder wenn es mal schlecht geht, bei schlechtem Wetter irgendwo, wo es schier ist. Ne? Aber da entsteht schon so ein verzerrtes Bild natürlich. Ja. Und die Leute haben die Bilder dort am Handy, die schauen sie durch. Wir waren ja sprachlos. Ne? Wer dort sitzt und sagt, hey, ich habe mir gerade das Handy jetzt gekauft, schau mal, da sitzen die White Men. They enjoy too much. Und dann scrollt er halt so durchs Handy und wischt durchs Handy durch. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und Ghana ist aber irgendwie so klassisch das sicherste Drittland Afrikas oder so irgendwie. Das ist ein klassischer, wenn man es in unserer Politiksprache sagt, ist das der klassische Wirtschaftsflüchtling, genau, der sich von Ghana aufmacht. Genau. Und da laden wir aber halt jeden mal ein, der soll eine Woche mit uns da mit hinfahren und nachher noch das Wort Wirtschaftsflüchtling in der gleichen Meinung wie Tourist ist das ja fast manchmal gebraucht, verwenden, wenn er sich anschaut, wie die Leute dort arbeiten. Ja, vor allen Dingen hat das immer die Assoziation illegal. Ne? Genau. Ja. Wirtschaftsflüchtling wird auch geschoben. Ne? Ja, also ihr seid ja dort gewesen, ihr seid lang dort gewesen, ihr seid sogar für die dortige Bevölkerung auffallend lang dort gewesen, sodass schon die Frage gestellt wurde, ich wiederhole mich jetzt, do you want to die here? Das macht ja was aus einem. Es war emotional eine wahnsinnig aufwendige Geschichte, die natürlich nie endet. Du hast dort keine Arbeitstage, du bist die ganze Zeit mit den Geschichten konfrontiert. Das Schlimmste, was für mich jetzt irgendwie so passiert ist, war nachher wirklich, dass eine Mutter zu uns gekommen, da haben wir uns halt mit dem Kind sehr gut verstanden und die wollte uns auch unbedingt das Kind mitgeben. Also die wollte mir einfach das Kind schenken und sagen, das ist bei euch besser dran in Europa. Und da musste man immer wahnsinnig aufpassen mit diesen Hoffnungen, die man auch schürt, weil selbst wenn ich irgendwas machen möchte, es ist ja nicht einmal im Rahmen der Möglichkeiten, jemanden da wirklich herauszu retten oder eine Karte nach Europa zu geben. Das funktioniert ja einfach nicht. Und das war für mich so das ganz Einprägende. Eine Mutter will dir ihr Kind mitgeben. Ja. Wenn du das jetzt auf uns umlegst, da braucht man eh nichts mehr. Genau. Nichts mehr dafür sagen. Für mich schon eine große Ungerechtigkeit und aber auch Dankbarkeit ist für mich ein bisschen geblieben, weil ich mir schon denke, die Leute, die ich dort kennengelernt habe und auch ins Herz geschlossen habe, die sind mitunter die fleißigsten Leute, die ich je gesehen habe. Und ich, nur weil ich in dieser Geburtslotterie gewonnen habe und in Österreich geboren bin, mache einen Film drüber und die müssen das leben und dort ihr Glück und ihre Hoffnungen suchen. Einfach eine Ungerechtigkeit, wo man auch lange braucht, um die wieder zu verstehen, was man auch nie ganz tun wird, glaube ich. Was mich noch interessiert, wie kommt man eigentlich dazu, dass man sich das antut? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was uns immer interessiert, das sind globale Themen, die wir aber doch bei uns merken. Und das ist das Spannende dort. Also uns haben immer solche Orte schon interessiert in der Arbeit, was passiert auf so einer Müllhalde, weltweit so viele Leute leben auf einer Müllhalde. Und es muss aber irgendein Konnex zu uns haben, zu dem Wiener und Österreicher, der da herumgeht. Also wir haben davor schon mal eine Doku gehabt über Fußbälle,
da haben wir in Pakistan einen Ort beobachtet, wo 80% aller Fußbälle handgenäht werden. Die Wirkung und das Geld, alles in Europa. Und das hat uns da auch interessiert, weil das unser Abfall ist. Und wir wollten dieses Ende der Wertschöpfungskette einfach schauen. Das zeigen, was passiert, aber was keiner sieht. Genau. Das und die Leute, die das machen. Das war das, so der Grundgedanke. Und der Ort war einfach spannender. Und wenn man durchgeht und wenn man sich die Geräte auch anschaut, dann findet man Geräte, wo dann irgendwas auf Deutsch zum Beispiel draufsteht. Das heißt, okay, der kommt vielleicht aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich. Also man sieht das, da haben wir einen Autobus stehen gesehen, der war aus Amerika, diese klassisch gelben Autobusse. Ja, ja, ja. Also ein Stückchen Welt ist einfach auf dieser Müllhalde und du kannst es sehen, es ist greifbar. Das kommt von der ersten Welt, geht in die dritte Welt und geht dann wieder zurück. Also die Metalle gehen ja dann wieder zurück auch in die erste Welt. Ja. Und das war halt für uns das Spannende auch. Das heißt, also zusammengefasst, das Erhellen des hinteren Endes der Wertschöpfungskette, die ja gleichzeitig, und da sind wir jetzt bei einem spannenden Thema, nur ich stelle mir die Ausprägung anders vor, bei der Kreislaufwirtschaft. Ne? Nein, es ist sozusagen die Kehrseite von unserer Gesellschaft. Ja, erwartet eine andere Gesellschaft und diese Gesellschaft verdient ein bisschen Geld damit, dass sie den Müll halt von uns wegräumen oder dass sie das Recycling betreiben, das halt eigentlich hier passieren sollte. Das hat uns fasziniert, irritiert, zum Nachhalten bewogen und mit dem Film würden wir halt auch gern einfach mehr Menschen zum Nachdenken bewegen, eben und zu hinterfragen, was passiert mit den Geräten, wo gehen die hin, warum werden die nicht fachgerecht entsorgt. Dass wir als Filmemacher dieses globale Problem nicht lösen werden, ist uns durchaus bewusst. Aber vielleicht können wir halt kleine Schritte setzen im eigenen Konsumverhalten, dass man sich hinterfragt oder dass man sich hinterfragt, was heißt für mich Nachhaltigkeit, ja? Die Menschen einfach ein bisschen zum Nachdenken bewegen.